Der Mr. Zylinder hat einen Zylinder auf, ja, aber keinen mathematischen. Nur um es mal zum Sehen, der Zylinder, den man heute sich auf den Hut setzt, der schaut halt eben so ein bisschen so aus wie ein Zylinder in der Mathematik. Der klar, der hat hier unten noch einen Deckel dran, das sieht man hier. Der ist es natürlich mit comichaft gezeichnet noch echt was geschwungener. Das hat natürlich nichts mehr mit dem Zylinder zum tun. Aber nur um zu erkennen, was der Zylinder mit dem Hut zum tun hat. Ja, ein Zylinder ist ein Prisma, das haben wir schon mal kennengelernt. Das heißt, wir haben hier einen Kreis und oben einen Kreis, quasi Boden und Deckel mal wieder. Und die sind kongruent und damit spricht man von einem Prisma. Ich habe versucht, mal hier mit einem Rechteck so einen Zylinder zu erzeugen. Wenn ich den einfach an einer Kante rotieren lasse, sieht man das vielleicht, entsteht ein Zylinder. Quasi alles, was jetzt irgendwie rot ist, ist dann quasi dieser Zylinder. Ich lasse es nochmal ablaufen, also hier ein Rechteck. Und jetzt einfach vorstellen, dass alles, was hier quasi jetzt gerade geschwind rot zum Anzeigen ist, gilt und damit ein Zylinder entsteht. Das merken wir uns bis zum Ende des Schuljahres, dass ein rotierendes Rechteck ein Zylinder entsteht. Ja, und zeichnerisch brauchen wir da erstmal den Durchmesser. Radius habe ich gegeben, also zeichne ich aber erst den Durchmesser. Warum? Weil jetzt kann ich nämlich hier senkrecht drauf den zweiten Durchmesser zeichnen, um hier einen Punkt und hier einen Punkt zu erhalten. Da das ja aber im Raum verzerrt werden sollte, gehe ich jetzt eben nicht 3 cm und 3 cm nach oben und nach unten, sondern nur 1,5 und 1,5. Ein Winkel verzerrt man hier nicht, ist nicht notwendig, man kann das Ganze nämlich auch so zeichnen. Und dann zeichnet man die Ellipse, geht senkrecht nach oben und ich bin fertig. Noch für die etwas langsameren, hier muss ich natürlich jeden Punkt nach oben zeichnen, weil eine Ellipse nicht mehr ein Zirkel zu zeichnen ist, sondern per Hand und deswegen muss ich das grob nachzeichnen. Gut, und wenn ich jetzt hier mein Volumen berechnen möchte, ist das eigentlich ganz einfach. Das Prisma hat Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist in dem Fall r² mal Pi, nämlich die Grundfläche eines Kreises und schon bin ich fertig. Frage ist jetzt, wie funktioniert es mit der Mantelfläche? Ich habe jetzt hier einen Zylinder, der eben mit der Mantelfläche gefüllt ist. Diese Mantelfläche besteht aus Papier und diese Mantelfläche hole ich jetzt einfach mal raus, nur damit jeder sehen kann, was daraus entsteht. Wenn man es nämlich auffaltet, erkennt man ganz genau, dass das ein Rechteck ist. Wie passt jetzt dieses Rechteck hier rein? Ja, ich mache es nochmal andersrum, stelle mich zwar ein bisschen blöd an, aber irgendwie haut es dann doch hin. Wenn ich das reinstecke, das Rechteck und um und schön drehe, dann kommt es nämlich genau raus, dass das genau meinen Zylinder abdeckt. Woraus besteht jetzt dieses Rechteck? Dieses Rechteck ist hier dran und wir wissen nämlich vom Prisma schon, dass es Umfang mal Höhe ist. Also da hat man die Umfang von der Grundfläche mal die Höhe, dann hat man die Mantelfläche gehabt. Jetzt habe ich hier keine Ecken, sondern den Umfang eines Kreises. Der ist 2 mal r mal Pi. Also muss ich für die Mantelfläche 2 mal r mal Pi mal h rechnen. Die Seite 2 mal r mal Pi Umfang mal die Seite h. Oberfläche, deswegen habe ich es jetzt auch schon durchgeklickt, ist dann nichts anderes mehr als der Flächeninhalt dazu. Und den zweimal, ich habe ihn ja oben und unten. 2 mal r² mal Pi und die Mantelfläche 2 mal r mal Pi mal h. In allgemeinen Form klammert man das noch aus. Man kann hier und hier die 2 ausklammern, das r ausklammern und das pi ausklammern. Dann bleibt hier ein r stehen und hinten ein h stehen. In der Formelsammlung auf Seite 58 steht diese Formel. Theoretisch ist natürlich auch die möglich. So, das war's. Das solltet ihr jetzt behalten haben. Warum ist das Volumen gleich dem der Formel? Warum ist die Mantelfläche gleich der Formel? Und warum ist die Oberfläche gleich der Formel?